Hallöchen und herzlich willkommen zu Plötzlich Wissen. Abtauchen mit Plötzlich Wissen. Unser nächster Livestream mit Inga Marie Ramke und mit Julia Schnetzer. Hallo. Hallo, und ich bin André Lampe und wir sind zusammen Plötzlich Wissen. Ach, um Gottes Willen, der Dugong, der da. Hast du vergessen, Anna? Nein, entschuldige, Dillahan. Yay. Er ist fast verhungert. Fast, aber nur fast. Ja, aber nur fast. Vielleicht gibt sich das demnächst. Warum, erklären wir uns später. Ja, wir haben heute einiges vor. Und ich sag mal Hallo in den Chat. Horsti, herzlichen Glückwunsch, dass du Erster warst. Und herzlich Ja. willkommen. Armekuni, Olaf, Alpaka, hi. Olaf, not the Snowman. Hey, Hallöchen alle zusammen. Ja, wir freuen uns, dass ihr da seid. Uns ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ja, Ja. trotz des schönen Wetters. Ja, in Innenräumen ist es kühler vielleicht. Das kann helfen. Ja. Oh, kühl. Und der Kühlschrank ist nah. Das ist Kühlschrank. schön. Trinkt Das ist wieder schön. Wein aus großen Flaschen. Oh ja. Es sieht Habt wirklich ihr. aus wie eine Weinflasche, dieses Etikett und so. Aber es ist Ja. Bier. Es ist Störtebäcker. Ich mache Okay, schamlos Werbung. wir sollten uns mal, ja, sponsern lassen. Ja, Aber das verdammt. hatten. Hey, aber erinnerst du dich, auf der Republika hatten wir den Gedanken, dass wir es mit Flensburger machen können, weil die damals Stimmt. Aufforstung und so. Das ist Nee, nicht Hallo aufräumen. Flensburg. Strand aufräumen. Ja, genau, Strand Strand aufräumen. aufräumen. Ja. Stimmt. Haben sie, glaube ich, Und immer noch da auf den hatten. Flaschen. Kann sein. Weiß Ich nicht. kann gleich Länger mal nicht mehr. nachgucken. Ich Egal, glaube, wir haben alles noch gut. eine Flensburger Alster unten im Kühlschrank. Könnte ich auch noch mal. Kann ich vielleicht Ja, mal in der ist. Pause nachgucken, wenn ich wieder dran Ja. denke. Ja. Und wenn es so ist, können wir nochmal Kontakt zu nach Flensburg aufnehmen. Wir hatten schon mal versucht damals, 2018. Ja, Ja, stimmt, es hat nicht geklappt. ich glaube auch, Nee. ja. Aber was lange währt, wird endlich gut. Apropos, was lange währt, wird endlich gut. Oh, Horst ist in der Südseite. Er geht raus in die Sonne, wenn er es kühler hat. Oh Mann. Hast du jetzt mobilen Arbeitsplatz, Horsi, dass du gerade unter einem Baum im Park sitzt mit deinem Computer und sich Leute fragen, was du da machst, oder wie läuft's da gerade? Oder schwitzt du einfach vor dich hin? Ich möchte ganz kurz was mit euch teilen, was geteilt werden kann, weil ich war vor 2 Wochen in Köln und habe da diese eine Lesung gemacht. Das war beim letzten Mal schon kurz Thema. Und ich war am Fluss, am Rhein. Und dann hat der Vater von dem Kind, bei dem ich gewohnt habe, etwas gefunden. Und das habt ihr ja auch netterweise geteilt. Erinnert ihr euch? Ich zeige das mal Warte, so. ich mach die mal groß. Genau. Das Ah, ist ja. das. Ja. Und dankenswerterweise, vielen Dank, ihr Lieben. Ihr habt das geteilt und es haben noch andere Leute geteilt. Es war die Frage, was ist das eigentlich? Weil das sollte verbaut werden in der Burg des Kindes, sollte angeklebt werden. Und der Vater meinte so, na, auf der einen Seite ist es nicht ganz gerade. Und dann haben wir uns das angeguckt, das Foto reingestellt. Und dann kam Anna Kral auf Twitter, kurze Zeit nachdem ich das online gestellt hatte. Die hat dann geschrieben, das ist ein Brachiopod, ein Armfüßler, der ein bisschen aussieht wie eine Muschel. Und genauere Bezeichnung ist wahrscheinlich ein Spiriferit. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Also ich, die ist PhD-Paläontologin in Tübingen. Dankeschön, Anna, dafür. Cool. Ja, das Krasse dann, wie es dann weiterging, war, dann hat eine Ezequiel Vera aus Buenos Aires das bestätigt, der Paläobotaniko ist. Ja, das macht man da so. Und dann hat ein Typ aus Ohio geschrieben: Guck mal, sowas habe ich bei uns gefunden in Ohio. Das ist quasi das ähnliche Ding. Kannst du es noch mal Kannst ein bisschen? Ich du in irgendeine Richtung? Ja, es ist ein bisschen Man scheiße, erkennt ne? es so halb, ja. Ja, ihr Das spiegelt euch stimmt. im eigenen, ja, Display. Auf jeden Fall. Ja. Man kann es auf meinem Twitter kann man das sehen. Und der hat geschrieben, ja, er hat das ganz oft auch im Rhein bei Basel gesehen, als er da noch lebte. Und dann ist er umgezogen wieder zurück in die USA und in Ohio bei Columbus hat er diesen Stein gefunden. Und dann hat er noch kurz mal die Weltgeschichte aufgespannt.
Und hat gesagt, das ist 345 Millionen Jahre alt. So krass. Geil. Hast du den Stein? Oder du hast nee, den hat, ja, ich habe das Foto gemacht. Der Stein ist bei meiner befreundeten Familie in Köln, an der Burg jetzt als Burgmauernstein wahrscheinlich angeklebt. Das sechsjährige Kind baut eine Burg aus Tetrapacks, sehr nachhaltig. Und da wird alles verbaut, was man findet. Also es ist echt die krasseste Burg, die ich je gesehen habe. Sie nimmt ein Drittel des Wohnzimmers ein. Achso, ich hatte jetzt irgendwie an eine Sandburg gedacht, als du das erzählt hast. Nee, es ist keine Sandburg. Nein, nein, es ist, ja, sorry, ich kann mal kurz gucken, ob ich so ein Foto davon finde. Das ist die krasseste Burg, mit der ich hier in Kontakt gekommen bin. Selbstbauerburg, also keine Playmoburg oder so. Nein, nein, das ist, warte, wann habe ich das gemacht? Am 20. Hier ist ein Foto von der Burg. Mal sehen, ob ihr das sehen könnt. Spiegelt natürlich wieder scheiße. Also sind das Getränkekästen? Ja, es sind geschnittene Getränkekästen. Dazwischen sind Holzstücke. Ich mach den mal noch größer. Ja, man kann es erahnen. Oh Gott, krass. Ja, es gibt da so Hängebrücken und ich hatte eine Lesung gemacht zu eklige Untermieter und hatte ein paar kleine Tiere dabei, also so eine Assel und so. Und die sind dann da drin verschwunden erstmal und war nicht mehr gesehen. Also so ist die Burg. Und da werden dann halt im unteren Fundament Steine angeklebt, um es authentischer zu machen. Und dieser Stein dann jetzt auch der 345 Millionen Jahre alte, versteinerte Armfüßer. So, so sieht's da aus. Das fand ich sehr krass. Aus dem Rhein. Das ist ganz schön cool. Ja. Auf jeden. Und was ist euch so passiert? Ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich am Wochenende gesehen habe. Und zwar waren wir im Spreewald. Wir haben spontan einen kleinen Kurzausflug gemacht in Spreewald und haben da gezeltet und gepaddelt. Und da haben wir gesehen, ich hoffe, man kann es erkennen. Ich mach dich auch mal größer. Ja. Ah. Besuch. Oh, ein Biber. Ein Biber. Es ist der schönste Biber, den ich seit langem gesehen habe. Er ist so schön. Ist er direkt neben euch, neben eurem Boot lang geschwommen, oder was? Ja. Wir haben den total lang beobachtet. Deswegen ist auch so die coole Kameraführung, weil das Boot treibt so und irgendwie zu mir. Das ist echt ganz nice. Genau, und das Ding ist, es ist kein Biber. War Nutria. Mist. Na gut, dann ist es halt ein Nutria. Genau, es ist ein Nutria, genau. Langweilig. Was ist der Unterschied? Entschuldigung. Das sieht anders aus. Okay. Also zum Beispiel, nee, das sieht man vor allem hinten, das muss man dazu sagen. Genau, ja, genau. Also jetzt in dem Video konnte man den Schwanz nicht sehen, aber was, woran man es auch hätte erkennen können, Biber schwimmen, aber ich habe das jetzt auch im Internet gelesen, Biber schwimmen, da sieht man nur den Kopf. Da sieht man nicht hinten den Körper, wenn die schwimmen. Und genau, das hat quasi, also es hat so einen normalen Schwanz hinten, also kein Biberschwanz, deswegen wussten wir auch, dass es kein Biber ist. Wir dachten aber zuerst, es wäre eine Bisamratte, aber nach kurzem Googeln war dann klar, dass es ein Nutria ist. Und die haben auch, Biber haben auch nicht, die haben so ganz krasse, weiße Schnurrbarthaare, genau. Das sind die, glaube ich. Aber wir haben noch voll, wisst ihr, was wir auch gesehen haben? Wir haben einen Fischotter gesehen. Einen Fischotter. Oh. Und wo ist das Video? Pixar didn't happen. Er war zu schnell weg, wir haben den nur kurz gesehen. Aber er hatte einen Fisch im Maul. Und wir haben noch gesehen, einen Wiesel. Und es war so klein. Ein Babywiesel? Ja, und es ist so gesprungen. Und zuerst dachten wir auch so, hey, es ist eine Maus. Und dann ist es so ein Loch. Und dann stand es so und hat immer geguckt. Ja, leider auch kein. Also, ey, Brandenburg, ey. Brandenburg, es kann so einfach sein. Ja, da kann man noch Wildlife sehen, ey. Ja, meine Nachbarn haben mir, die waren auch im Spreewald, die haben mir Gurken mitgebracht. Die sind nur noch nicht bis in diesem Haushalt angekommen. Und ich habe im Gegenzug Graboer Küsschen mitgebracht. Ich war letzte Woche in Grabo, das ist MacPom. Ja. In der Mitte zwischen Hamburg und Berlin. Und Graboer Küsschen, ist das sowas wie Schaumküsse. Oh, aha. Ja, und mein Problem ist, ich war im Werksverkauf und ich habe jetzt eine Tonne Schaumküsse. Du konntest sie nicht zusammenreißen. Nee, ich kann mich nicht zusammenreißen. Ich habe was verschenkt, aber ich habe auch was für mich und das ist eigentlich schlimmer, weil das ist eine ganze Helgoländer Waffelkiste. Also ich zeige sie jetzt erstmal nicht, weil das wäre also so oder so? Ich möchte da keine Aussage machen. Alles klar, ja, ich frage auch nicht weiter. Das ist ein schönes Wetterchen, ist es, ne? Schön, dass du hier was mitgebracht hast aus dem Werksverkauf.
Ja, es war so günstig. Ja. Man kann da nicht dran vorbeigehen. 2 Euro für, okay, ich sag mal so. Das ist größer als der als der Dugong-Kopf. Also, naja. Ja. Ja, was ist mir passiert? Mir ist heute eine Mikroskopiekamera kaputt gegangen. Nach den ganzen positiven Beiträgen müssen wir jetzt kurz bei klatschen. Nee, das hatte auch etwas Positives für sich. Weil jetzt hab ich mich endlich auch mal dann hingesetzt und die andere Kamera ausgepackt, auf dem neuen Computer die Treiber installiert und jetzt läuft die auch. Was zu anderen Problemen geführt hat, aber ich habe mich jetzt mal mit Zeug beschäftigt und es ist jetzt fertig. Und dann ist das ein guter Ansatzpunkt, dass ich da weitermachen kann. Und ich habe jetzt eine deutlich besser auflösende Kamera, um sie auf Mikroskope zu stecken. Ja. Das ist schön. Genau, ist ansonsten, cool. Ansonsten war ich hier und habe Zeug gemacht, nicht wirklich. Doch, ich war endlich mal wieder, wo die Infektionszahlen so runter sind und so, tatsächlich mal so mitten in Berlin und ein bisschen spazieren gegangen am Landwehrkanal die Woche. Das war ganz zauberhaft. Das hab ich lange nicht mehr gemacht. Downtown. Ja, genau. Hast du da Elektroroller gefunden? Olaf hat nämlich zum Kommentar, der 345 Millionen Jahre alte Stein, dazu hat Olaf geschrieben, sonst findet man im Reim eher Elektroroller. Meist nicht ganz so alt. Ich hab nicht geguckt, aber Landwehrkanal, ich habe keine Fotos davon gemacht, aber das war schon heftig. Ey, so viele tote Fische. Ja, also, das fängt in der Elbe auch gerade an. Ja. Also von so bis, und das ist kein Anglerlatein, da waren wirklich so, solche Oschis trieben da auf der Seite oder auf dem Rücken und dann, das war, also ich habe das erst gar nicht wirklich gesehen, und dann waren mit mehreren unterwegs und dann ging man so lang und dann hörte man irgendwie so, und dann platsch, platsch, weil da waren Leute in einem Ruderboot, du kannst ja auf dem Landwehrkanal. Es war so schönes Wetter, das war gestern. Es war so schönes Wetter und da waren irgendwie Dutzende von Ruderbooten. Da irgendwie mit 3, 4 Leuten. Nicht Ruderboote, so ein Schlauchboot, weißt du? Und die einen sind dann irgendwie so unter eine Brücke getrieben in so eine Ecke und da war dann halt, das sah so aus, als ob da irgendwie Schaum schwamm oder irgendwie ein bisschen Abfall. Nee, das waren so bestimmt 200 kleine Fische, tot. Und so 2, 3 große irgendwie dazwischen. Und die haben das dann gemerkt, als sie mit ihrem Schlauchboot, während sie sich unterhalten haben, so an diese Sache da rangetrieben sind. Und der, da möchte ich auch halt irgendwie nicht reintreiben. Aber das sah man an ganz, ganz vielen Stellen. Also so an den Rand getrieben. Ich weiß gar nicht, warum. Wegen der Wärme? Vielleicht Stoffmangel. Also der NABU hier in Hamburg hat diese Woche geschrieben, dass die Elbe auch gerade viele tote Fische mit sich trägt. Das sieht man nur nicht so. Du grinst wegen Alpaka. Hä? Ich grinse, weil Alpaka. Ja, achso, wegen Alpaka. Genau. Ja, genau. Ja. Ich hab's schon gesehen. Ich muss dazu sagen, eventuell ist hier jemand, der heißt Silke und es könnte Alpaka 125 sein. Es wäre gar nicht so ungewöhnlich. Who knows? Wir machen hier keine Bierverkostung, auch wenn wir Bier trinken. Ja, hier, der Orangensaft ist auch dabei. Ich habe hier auch Pfirsichsaft. Genau. Und Bier, und man weiß gar nicht, was ich trinke. Gleich hole ich noch eine Kiste. Ist das hier Orangensaft? Ist das hier Apfelsaft? Oder was ist in Kiste 3? Man weiß es nicht. Ja, ich habe mit Sorge festgestellt, dass ich gar nicht mehr so viel in diesem Bier drin habe. Das ist schlimm. Naja, egal. Aber das heißt, Fischsterben, ich guck mal, ob ich das finde. Das ist nämlich, NABU hat hier auch schon für Hamburg und Fischsterben in der Elbe berichtet. Mal gucken. Ja, okay. Ja. Wollen wir heute eigentlich abtauchen oder wollen wir erstmal mit den anderen Sachen was machen? Ah, großes Sauerstoffloch in der Tidelbe. Was? Ja. Ja, nee, ja, guck du mal nach oder erzähl's. Mhm. Ich hab noch eine Sache kurz, bevor wir abtauchen.
wollte ich euch noch kurz vorlesen. Wir haben nämlich bei Instagram eine Nachricht bekommen und ich musste halt echt ein bisschen lachen. Ich glaube, ihr werdet gleich verstehen, warum. Ich habe von einem anderen Account, der hat uns geschrieben, hat hier so eine Grafik geschickt und hat dann geschrieben, hallo, die erste Grafik, vierter Beitrag, auf unserem Profil beweist, dass E ist offener minus Raum ist und M umgedreht minus Raum ist. Und die erste Grafik beweist, dass eine Gravitationswelle ist gleich eine elektrodynamische Welle. Daher ist Schwerkraft gleich Elektrodynamik. Alle Grundkräfte sind miteinander vereinbar, weil Schwerkraft ist gleich Elektrodynamik, ist gleich Raumdynamik. Danach sucht man seit Jahrhunderten. Schreiben Sie darüber, beziehen Sie sich auf uns. Der Beleg ist mehrfach in sich logisch, weil durch das Anwachsen der Kugelwelle E und M wachsen und dadurch das Bruchergebnis aus E geteilt durch M gleich bleibt. Und durch das Anwachsen der Kugelwelle wird die Wurzel aus dem Bruchergebnis gezogen und das Ergebnis ist daraus... Und das Ergebnis daraus ist Konstant C, Lichtgeschwindigkeit. Und der Grund für die Konstanz ist der leere Raum, also der offene Raum E, der die treibende Kraft ist, Mehrfachlogik. Und unter anderem deshalb ist M umgedrehter Raum. Ja. What the fuck? Herzlichen Glückwunsch, du hast als Nicht-Physikerin Physiker-Spam bekommen. Nein, wir haben den bekommen. Oh, das plötzlich wissen. Okay. Ja, deswegen habe ich das vorgelesen. Ja, und ich musste lachen, weil wir neulich darüber geredet haben, dass du meintest, André, dass du als Physiker immer solche Nachrichten kriegst, wo Leute die Weltformel finden und sowas. Und ich dachte, ganz im Ernst, das, was du gerade vorgelesen hast, kenne ich, glaube ich, schon. Also ich habe kein Wort davon verstanden. Ich auch nicht. Das war aber auch nicht, das war toll, auch, es ist auch nicht da drin, was man, da sind so viele logische Fehlschlüsse. Also, das ist Mehrfachlogik. Ach so, Entschuldigung. Das ist nicht einfach nur Logik, es ist Mehrfachlogik. Man kann nämlich ein Plural von Logik haben und das ist nicht etwa Logik, sondern Mehrfachlogik. Ja, okay. Das siehst du ja auch nicht. Olaf hat hier gerade auch noch eine Geschichte in Chat geschrieben, dass er einer Dame geholfen hat, die sich nicht mehr aus dem Auto getraut hat, weil ein Wildschwein da war. Und das Wildschwein entpuppte sich dann, weil Olaf war mutig und hat nachgeguckt. Und das Wildschwein war dann einfach nur ein toter Waschbär. Okay. Ich hab eine Antwort gefunden wegen den toten Fischen hier in Berlin. Und ich auch. Ach so, okay. Oh ja, erzähl du mal zu Berlin. Verhängnisvolle Doppelwirkung. Einmal die Hitze in Berlins Gewässer und dadurch sinkt der Sauerstoffgehalt. Und kurzfristiger Starkregen, der Blätter, Blütenstaub und viele andere organische Materialien von Straßen und Bürgersteigen in große Menge in die Kanäle und Seen spült, werden Bakterien im Wasser aktiv, die zusätzlich den Sauerstoffgehalt reduzieren und dadurch sterben Fische. Sehr, sehr viele, aber man muss sich um den Bestand keine Sorgen machen, sagt das Amt Kreuzberg. Und dann die Waschbären essen. Ja. Ja, für die Waschbären. Und am 24. Juni hat ich schmeiß das mal in den Chat, wer es interessant findet. Der NABU Hamburg geschrieben, dass erste Meldungen von toten Fischen darauf auf den Beginn eines Fischsterbens hindeuten. Und sie fordern einen Stopp aller Maßnahmen, die sich negativ auf den Sauerstoffhaushalt auswirken, allen voran die Unterhaltungsbaggerung im Hafen. Dies führt lokal zu einer erheblichen Trübung im Wasser, die sich negativ auf den Sauerstoffhaushalt auswirkt. Und am 18. Juni ist wohl die Sauerstoffkonzentration an der Messstation in Blankenese unter die für Fische kritische Grenze von 4 Milligramm pro Liter Wasser gesunken und seit dem 21. fast durchgehend unter 3 Milligramm und erreicht teilweise den tödlichen Wert von 2 Milligramm. Ja, das ist nicht so gut. Hm. Okay. Bagger. Ich kann das hier auch nochmal mit reinschmeißen. Das ist natürlich jetzt NABU, insofern da haben andere bestimmt noch andere Meinungen dazu, aber nicht so gut. Und es lag nicht am Gewitter. Bei uns wird ja ständig gebaggert in Hamburg. Ja, aber die Doppelwirkung, aber es kommt man sofort nicht drauf. Aber wir hatten ja echt heftigen Regen Mitte der Woche. Mhm. Also wirklich 2-3 Tage durchgängig hat es hier
in Berlin und um Berlin herum geregnet. Und ja, und heiß ist es auch lange Zeit gewesen. Krass, jetzt kann ich mir das auch. Ich wollte eigentlich nochmal danach gucken, aber wo wir drüber reden. Aber der Spaziergang war sonst sehr, sehr schön. Ja, also das muss man wirklich sagen. Ja. Sehr, sehr gut. Aber das heißt, wir kommen heute noch in den Genuss in Mikroskopbildern an. Ja, ja. Nach der Pause? Ja. Sehr cool. Das finde ich gut. Hast du eigentlich das... Ja. Bitte, was habe ich? Das Spiel weitergespielt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Nicht so wirklich. Ich bin gespannt, was da für Tiere auftauchen. Ich habe ja ein Tier vorbereitet. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Tier, was du vorbereitet hast, dass wir das schon gesehen haben. Ah, im Spiel. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, aber es ist schon einige Streams her. Aber ich kann das versuchen zu suchen. Kannst du dich etwa erinnern, wo das war? Ja. Krass. So, nicht tief. Deswegen bin ich für Computerspiele nicht geeignet. Ich kann mich da an nichts erinnern. Ja, wir gehen ein bisschen, da sollte ich mal vielleicht umschalten. Einmal auf das Spiel. Wir sind, ich spiele wieder Deep Diving Simulator. Und hier haben wir, ich habe viele Gegenstände gesammelt, aber längst noch nicht alle Fische. Naja, schon einige. Ich habe das Rätsel gelüftet, wie man da unten in den Tempel reinkommt, falls ihr euch erinnert. Poseidons Zorn. Ungeeignet für Computerspiele. Was? Solange es keine krasse Geschichte gibt, so wie bei den Abzu oder was haben wir noch gespielt? Irgendein anderes Beyond Blue. Genau, bei den beiden Spielen kann ich mich besser erinnern, weil mein Kopf funktioniert nur über Geschichten, wie ich feststelle. Und diese Geschichte hier ist so zerstückelt. Es ist zwar sehr, sehr schön da unter Wasser und interessant, aber ich muss hier gerade mal, Olaf hat gemeint, er hat bei Stop Finning unterschrieben und das an Sea Shepherd gespendet. Das finde ich total cool. Ja, auch voll gut. Ich hatte auch letzte Woche ein Telefonat mit den Leuten von Shark Project, die auch dieses Stop Finning mit organisieren, also die quasi die Deutschen, der deutsche Teil dahinter ist und so. Und die sind auf jeden Fall ein halbes Jahr noch und sie brauchen noch knappe 500.000 Unterschriften. Also, okay, ja, also. Ein bisschen. Also ihr könnt auch einfach. Kann man noch Werbung machen. Ja. So. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo war das denn wohl? Hier sehe ich noch einen Seestern, den kann ich mal kurz mitnehmen. Ich weiß, dass ich hier... Jetzt müssen wir kurz auch gucken, habe ich gut aufgepasst? Und ist es tatsächlich auch das Tier, was Inga meint? Ja. Ja, aber irgendwo war hier André ein Graben mit irgendwelchen Steinen. Oh. Und da... bekam man dann ab und zu Probleme. Probleme? Ja. Unrechtmäßig eventuell sogar. Wie unrechtmäßig? Ich verteidige jetzt schon mal das Tier. Ja, ja, wenn es jetzt auf das Tier hinausläuft. Ja, genau. Dann, muss ich eventuell wieder in die Tierverteidigung. Man hat da Schaden bekommen. Das ist nämlich so ähnlich wie der Mondfisch, den ihr so gedisst habt. Wir haben den nicht gedisst. Wir haben den nicht gedisst. Text dazu vorgelesen. Ja, gut. Der ihn gedisst hat und der aber gleichzeitig lustig und informativ war. Das stimmt. Aber nicht komplett informativ. Da waren auch... Er hat nicht die ganze Geschichte erzählt, willst du sagen. Ja, ja. Ja, aber er war... Okay. Jetzt habe ich großspurig behauptet, ich weiß, wo das ist, ne? Und jetzt schwimme ich hier im Kreis. Pilgerfahrt. Das macht mir nichts. Dir macht das nichts gut. Nee, nee. Du bist ja auch auf dem Pilgerpfad. Da könntest du noch so eine Jakobsmuschel einsammeln irgendwo, falls du noch eine findest. Hier ist eine Wand. Unterwasser-Pilgerpfad. Laserwand. Klassisch im Meer zu finden. Ja, da ständig. Ständig, ja.
Das wäre doch mal ganz interessant, ob man nicht so Laserwände gegen Hai-Dinger. Ich war jetzt gerade unterwegs im Urlaub und da waren auch ein paar Kinder. Und das eine Kind, mit dem hatte ich mich schon viel über Tiere unterhalten. Dann habe ich, es gibt so ein Hai-Nachverfolgungs-, so eine App, wo man gucken kann, wo gerade weltweit getaggte Haie rumschwimmen. Haben wir mal geschaut, was so geht. Und Südaustralien hat ja so eine Hai-Alert-App. Ja, die Smart. Hier ist Smart So, hier. Shark, oder? Smart Shark, ja. Shark Smart. Da. Ja, oder? Oh! War das ein Das könnte Tintenfisch? es gewesen sein. Nein. Ja, da. Nein. Nein, ich dachte Ja. gerade, da wäre so Tinte geschossen wird. Ja, das war's, ne? Ja, ich denke auch. Kann man da entspannter näher rangehen? Du kannst einen Trick versuchen, den Barsche gerne machen. Und das wäre so 5 bis 6 Mal in der Sekunde mit dem Kopf wackeln. Dann könntest du das. Nein. Ich habe in Kann diesem man da Spiel denn. nicht die Möglichkeit, mit dem Kopf zu wackeln. Ach Mann, das ist unrealistisch. Kannst du in 5 bis 6 Mal in der Sekunde mit dem Kopf wackeln? Wahrscheinlich schon, aber ich Ist mache das wahrscheinlich jetzt nicht. so. Ja, genau. Ja, ich schwimme noch Ja. mal langsam Ja. näher. Ja, vorsichtig. Ja, Wir wollen ich das Tier nicht bedrohen, kenne aber auch noch gucken, ob mal, da ist man. irgendetwas da drin, ja. Ah ja. Das ist aber sehr unförmig gescannt. Also es macht es. Und da Ja, habe ich überhaupt Schaden bekommen. rausgeschossen. Oh Da, da, nein. da, da, jetzt Ja, hat man sie wieder. kann das jemand erkennen außer uns? Liebe Mithörerinnen und Mithörer, was kann das sein? So, jetzt muss ich auch schon langsam wieder auftauchen, weil der zieht Einfach mir. über dir ein Hai oder so? Was? War Ja, da stimmt. irgendwas? Der Da war so ein Schatten, ja. Schatten. Der Ja. Schatten. Nee, das war ein Delfin. Ach so. Das war der Sicherheitsdelfin, der einem Der flippermäßig immer. Sicherheitsdelfin. Ja. Ja, genau, es ist eine Muräne. Muräne, ich Ja. habe sie auch, ich habe beim ersten Mal Recherche Muräne auch mit O geschrieben, so wie Olaf, und habe dann festgestellt, dass es einen sehr starken Unterschied zwischen Muräne und Moräne gibt. Moräne ist das, was in den Bergen geröllmäßig runterkommt, und Moräne ist das, was unter Wasser auf einen zukommt, so wie in dem Spiel. Oh, ehrlich. Ja. Das U und das O machen einen Unterschied, einen krassen Unterschied. Ein mehrere Tonnen schwerwiegenden Unterschied. Ja, wobei ich herausgefunden habe, dass die schwersten Muränen so 70 Kilo wiegen können, bis 3 Meter lang sind. Ich habe die auch schon viel gesehen, die Riesenmuränen im Roten Meer. Okay. Ja, Das ist wobei ein die ganz sind nicht die schönes Tier. längsten. Ja, es gibt noch irgendeine andere. Ich habe mir das natürlich super gut nicht aufgeschrieben, welche die längste ist. Alaska. Zumindest nicht auf der Seite, auf der ich gerade gucke. Ich habe schon wieder so 10 Seiten aufgeschrieben. Aber genau. Ja, soll ich mal Fakten über Moränen, weil eine neue Spielstätte hier, die Stille Bucht, habe ich frei. Das scheinen Ja. viele Wracks zu sein. Da kann ich auch noch Ja. mal abtauchen. Wie du Aber willst. Also, ich da habe ich kann. selber noch nicht reingeguckt, weil ich habe ja noch nichts hier gefunden. Ich kann ja ein paar kurze Fakten zur Moräne, dann tauchen wir ab und dann gucken wir uns ein Paper an oder so. Was möchte denn die Masse da draußen? Ich kenne ja schon die Moränen. Was möchte die Was Masse? wollt Ich ihr? klicke jetzt mal erstmal. Ach, jetzt fängt der hier wieder an zu regnen. Zu regnen. Ah, Zu ja. reden. Jetzt haben wir so ein bisschen Geschichte. Beim ersten Mal kann man den Text nicht abbrechen, was die Frau erzählt. Oh, das sieht aus wie Moränen. Ah, Horst will Mauern. Ja, sehr gut. Wir sind in der Ostsee. Was? Wir sind in der Ostsee. Das ist ja sehr interessant. Überall Seeminen und Das ist Kriegsschiffe. so. Erinnert ihr euch, was war der Penis? Das Von genau, das war Napoleon? das See. Ja, genau, das Seepferdchen-Thema. Komm. Jetzt wieder, weil das geht, Napoleon ist Krieg. Ich habe so eine Kriegsassoziation gerade. Und die Amerikaner und ihr Krieg, die haben ja so sehr, sehr oft so. Ich war schon oft in, wenn ich in Amerika war, wurde ich nach irgendwas mit Krieg gefragt. Irgendwas mit Hitler meistens. Ja. Ja, das ist dann eine Ostsee. Ist das ein amerikanisches Spiel zufälligerweise? Dieses Spiel wurde von Jujubee entwickelt. Das ist ein Entwicklerstudio aus Polen.
Ah, nö, dann kann, oh Gott, nein, ich mach den Witz nicht. Moren, da wurde, danke Olaf, das, Moren, sind nicht in der Ostsee. Die wohnen gerne in wärmeren Gewässern. Wobei, bei der aktuellen Klima-Murenen, wohnen in der, weil wenn es immer wärmer wird, dann wandern die ja, so wie die Barracudas, die an der Südküste von England ja auch schon rumhängen, obwohl sie da nicht gewohnt sind. nicht gewohnt haben. Oh Gott, das Bier schlägt zu, glaube ich. Ja, ich glaube. Jetzt schon? Ja, mir ist es auch. Es ist warm. So warm. Ja, es ist auch in meinem Innenraum sehr warm, obwohl ich keine Südseite habe. Das ist mein Manganknoll. Ja. Ja. Irgendwie muss man hier auch Dinge abbauen. Das gehört irgendwie zur Geschichte, dass man Bodenschätze beim Tauchen findet. Murenen haben, sind keine Wiederkäuer. Was guckst du so, André? Was ist das? Ich habe da gerade eine Bombe. Aktiviert? Ja. Ach du Scheiße. Ui. Boah, das ist auch, die Akustik ist krass von so einer Bombe. Das ist relativ realistisch in meinen Kopfhörern gewesen. Nicht, dass ich Bomben ständig hören würde, aber so stell ich mir vor. Ja, ich wollte gerade fragen, Inga? Wir haben in Hamburg relativ häufig Bombenentschärfung. Okay. Aber wenn du eine Bombe hören kannst, nein, ist das mit der Entschärfung nicht so... Nicht so gut gelaufen, das stimmt. Nee, es ist hier auch... Ist die Bombe schon entschärft? Nein. Ich bin sehr anfällig für so nachhallenden Bass. Ich finde das sehr krass, wenn das so in den Körper reingeht, dieses Geräusch. Und die Kopfhörer sind ganz gut und dein Sound ist auch sehr gut. Und deswegen... Bei mir kommt der nicht so gut, der Sound. Also ich höre es kaum. Ja, bei mir ist der... Der war schön tief. Murenen sind nicht verwandt mit Seekühen, sondern sind Knochenfische und die sind verwandt mit Aalen und sind deswegen in der Larvenform durchsichtig. Das ist richtig freaky. Ich weiß nicht, ob ihr jemals so einen Glasaal bzw. die Larve von einem Aal gesehen habt. Das sieht so aus wie so eine platte Schlange, relativ klein, aber komplett durchsichtig. Ich habe, da können wir später reingucken, André, aber ich habe es leider, ich weiß jetzt nicht an welcher Stelle, ich habe zwei Dokumentationen im Internet zu Murenen gefunden, die ich auch angeschaut habe. Und in der einen, ich glaube, das ist die Murenen-Dokumentation von Arte, die auf Dailymotion momentan noch anzugucken ist, da sind die auch in der Larvenform zu sehen. Und man hat nämlich früher, das ist normaler Aal-Content, in der Nordsee wohnt ein Tier, das heißt die Aalmutter, das ist ein Fisch. Da dachte man, dass es die Mutter von den Aalen ist, weil man sich nicht vorstellen konnte, von allen Aalen. Ist sie aber gar nicht, hat mit Aalen nichts zu tun. Hat übrigens grüne Knochen, Jules, wusstest du das? Die Aalmutter? Nee, das wusste ich nicht. Ja, deswegen wurde die teilweise nicht so gern gegessen, weil Leute gedacht haben, dass es giftig ist. Ist sie aber gar nicht. Ist nur ein bisschen zu klein für einen traditionellen Speisefisch. Jetzt die Aalmutter, ne? Der Aal wird ja mal gegessen. Murenen übrigens auch. Murenen, aber man kann sich eine schöne Murenenvergiftung einholen, weil Aalkönigin bei den Ameisen. Was? Was? Alpaka schreibt Aalkönigin wie bei den Ameisen. Ach so. Ja, weil die Königin bei den Ameisen, die ja quasi die ganzen Eier... Ach so, ja. Macht Dankeschön. Und, ja, so als Starten, das meint ihr. Wo du mein externalisiertes Gehirn. Fun Fact zum Thema Murenen kann ich da kurz loswerden. Wegen Essen und Murenen. Die haben giftiges Blut, alle Murenen. Das ist aber, wenn man es über 75 Grad erhitzt, dann nicht mehr so giftig. Aber man kann sich schöne Vergiftungen holen, weil die trotzdem eingelagerte schlechte Stoffe in sich drin haben. Okay. Aber die waren in der Antike, im alten Rom, unter Julius Caesar extrem beliebt. Ich habe das so als Fun Fact am Rande festgestellt, dass Caesar angeblich mal sich 6000 Murenen geliehen hat. Geliehen? Weil Murenen... Ja, ausgeborgt. Von der Aalmutter? Nicht von der Aalmutter. Nee, Moment, warte. Ich habe aufgeschrieben, wie der Typ hieß, von dem er sich das ausgeborgt hat. Ich kenne mir jetzt doch mit diesen ganzen Namen nicht aus.
Der Typ hieß Gaius Lucilius Hirus und der war anscheinend Fischzüchter oder so. Und der mochte seine Fische so gerne, dass er die nicht verkaufen wollte. Der Bericht ist von Plinius dem Älteren, falls hier irgendwie so Historiker unter uns weilen. Dann. Das habe ich schon mal gehört. Plinius der Ältere kommt mir bekannt vor. Ja, und der hat das aufgeschrieben, dass der Hirus dem Cäsar 6000 Muren geliehen hat. Ob die jemals zurückgegeben worden sind, ist fraglich, denn es war anlässlich eines Triumphzugs von Cäsar, der beweisen wollte, dass er richtig gut im Futter ist, also so Macht und Einfluss hat, weil Muränen, also Fische waren damals sowieso extrem teuer, also so ein Speisefisch doppelt so teuer wie Schweinefleisch. Und nur die reiche Oberschicht konnte sich Fische leisten und wurden dann bei ganz reichen Römern in Salzwassermeerbecken gehalten, als Haustier sozusagen. Die haben aber auch gelebt, gegessen. Deswegen. Okay, aber ja, am Anfang. Okay, weißt du, warum Fische da so wertvoll waren? Weil ich meine, doch eigentlich kannst du ja einfach im Meer einen fangen, oder? Also. Keine Ahnung. Gemeinrecht. Also Fische gehörten zu Gemeinrecht. Insofern glaube ich schon, dass man die fangen konnte. Aber so eine Muräne ist nicht so einfach zu fangen. Die wohnen eine Muräne nicht, aber ich meinte jetzt Fisch. Oh, weißer Hai. Ja. Ein dicker. Oh, ja. Weißer Hai, ganz weit. Sicher, dass wir in der Ostsee sind, frage ich mich. Ja. Ganz weit verbreitet. Ja, ist vielleicht ein Heringshai gewesen. Wobei selbst die sind in der Ostsee nicht mehr so weit verbreitet gewesen. Sehr rar. Genau, ein römischer Koi-Teich bestand unter anderem aus Muränen. Die haben sich da so richtig freakige Villen ans Meer gebaut mit Salzwassertümpeln. Teilweise waren diese Aufbewahrungsstätten für lebende Fische teurer in der Anschaffung als die Villa selber. Und wie hieß der Typ? Warte mal, ich muss mal gucken. Das habe ich mir bestimmt auch aufgeschrieben. Es war Cicero. Es gab nämlich die römische Tugend von Bescheidenheit und so Zurückhaltung. Und das war dann aber gegen Ende des Römischen Reiches, ihr wisst, Dekadenz, die römische Dekadenz, war das denen allen egal. Ja. Und dann haben die da in Fischen gemacht. Ja, und statt Horst, sich... Ja. Sorry. Horsti meinte, dass er Muren auch noch als Speisefisch von seinem Opa kennt. Hatte Horsti nicht schon mal sowas erzählt? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Dass er Muren gegessen hat. Ja, oder von seinem Opa, dass er irgendwas. Horsti, klär uns auf. Ja, also vielleicht täusche ich mich auch in meiner Erinnerung, aber ich dachte, er hat es schon mal. Vielleicht hat er schon mal mit den Muränen gesagt. Vielleicht hat Horstis Opa auch im Römischen Reich noch irgendwo so eine Villa stehen. Ich dachte, wir hatten schon mal ein Gespräch, weil ich würde Horsti jetzt fragen, ob er sie denn auch gegessen hat und ob sie geschmeckt haben. Ich habe noch nie Muräne gegessen. Ich auch nicht. Ich mache mir eh nicht so wirklich viel aus Fisch. Also. Auf jeden Fall, ne? Also der Koi des Römers oder auch in Mengen dann die Variante Tesla. Also so ein teures Statussymbol waren die Muränen. Kommerzielle Zucht in Meerwasser. Das war ein echter Trendfisch. Bling, bling. Ja. Die Römer. Ja, genau. Und es gibt ein Kochbuch aus der Zeit, das überliefert ist, wo man noch so Rezepte zur Zubereitung und Soßen für Muränen. Soßen für Muränen? Ja, De Re Coquinaria. Ich kann es aber leider nicht aussprechen. Wahrscheinlich muss man es anders aussprechen. Ich habe kein Latein gehabt. Ich hatte auch kein Latein. Ich hatte Latein. Sehr gut, danke, Julia. Ich habe es sehr schnell wieder vergessen. Okay. Aber wisst ihr, wem ich mein kleines Latinum zu verdanken habe? Nein. Kennt ihr gar nicht. Der Sendung mit der Maus? Achso, ihr kennt ihn ja auch gar nicht. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob der noch spielt. Aber ein Bundesliga-Fußballspieler. Du hast einen Bundesliga-Fußballspieler, dein kleines Latinum. Damals war das noch nicht. Ich glaube, er spielt noch für Augsburg. Christoph Janka heißt der. Der kam bei uns in der Schule. Damals war nebenan so ein Wohnheim. Und wenn Bayern oder 60 sich quasi junge Spieler schon mal geholt haben, dann haben die nach München geholt. Und dann haben die eigentlich in der Regel in diesem Wohnheim gewohnt. Und deswegen waren die oft bei uns in der Schule. Und deswegen hatten wir immer sehr viel
Leute an der Schule, die dann später dann doch größer waren im Fußball. Ja. Okay. Ja, aber genau, und dann hatten wir einen Christoph bei uns in der Klasse neu, und genau, der war bei uns neu in der Klasse, und wir hatten dann Sprachunterricht, wurden die Klassen immer aufgeteilt, weil manche hatten Französisch, manche Latein. Der war bei uns in Latein, und er war halt neu da, und ich wollte nett sein. Ich meinte halt zu ihm so, ja, du kannst dich irgendwie, hock dich halt zu mir, wie das halt so ist, ne, wenn man immer Platz suchen muss und so. Und genau, ich wollte einfach nur nett sein, damit er sich nicht so alleine fühlt. Und das Glück, das ich hatte, war, dass der mega gut in Latein ist. Also, und auch ein netter Typ war, und deswegen konnte ich dann immer mal so ein bisschen abschreiben. Und das hat mir dann auch mein Latinum gerettet. Oh. Das ich nie gebraucht habe in meinem Leben, aber. Ich habe nach Discipulus Est abgebrochen. Oh, guck mal, wir haben jemanden, der sagt. Spam! Ja, wir haben Spam. Wie macht man das aus? Oh, warte mal gerade. Doch, da wird hier mal kurz pausiert und der Spam ausgemacht. Wir wollen nicht berühmt werden. Nein. Das gibt mir die Möglichkeit, kurz zu erzählen, was ich eben gemeint habe, als André vor dem Loch getaucht ist. Ich habe nämlich herausgefunden, dass Muränen auch manchmal in Gemeinschaft jagen gehen. Und da gibt es zwei Paper, die ich gefunden habe, eins von 2006 und eins von 2013, die komplementäre Jagdverhalten von Muränen und Barschen untersucht haben. Weil die Barsche, die schwimmen über dem Riff im Freiwasser, und die Muräne, die hockt ja, wie wir eben schon gesehen haben, in irgendwelchen Ritzen und ist nachtaktiv normalerweise und lauert eher so und wartet mal ab, was da so vor der Hütte passiert, und frisst dann eventuell Taucher. Nein, tut sie natürlich nicht. Es gibt keinen bewiesenen Todesfall durch Muränenbisse. Muränen landen eher auf dem Teller als andersrum. Alles klar. So. Aber es gibt die Theorie, dass man früher Sklaven im alten Rom den Muränen vorgeworfen hat. So, wenn die Sklaven nicht gespurt haben. Musste wahrscheinlich bei den Meerwasserbecken, statt dass man da irgendwie noch ein paar Krabben fischt und Muscheln reinholt und Fische, dann gedacht, auch so ein Sklave tut's auch. Dies aber ist eine Überlieferung. Ob das so ist so teuer, ist. Dann können wir sie auch mal, was eh weg muss, mit füttern oder wie. Ja, Beerdigung ist wahrscheinlich teurer. Und Muränen essen auch Aas. Also, so ist es nicht. Genau. Und die haben verschiedene Barscharten untersucht. Und diese Barsche, die schwimmen, es gibt zwei Arten der Jagdtechnik. Erstmal gibt es Aufforderungen, kann ich mal versuchen vorzumachen, wenn ich ein Barsch bin und vor einer Muränenhöhle sitze und denke, Mann, ich habe echt Hunger. Und der Barsch jagt tagsüber. Man muss diese Muräne erstmal animieren und dann wackelt die. Und das kann ich ja drei bis sechsmal in einer Sekunde oder so machen. So, im Kopf. Und die Flossen in so einer besonderen Stellung. Und hofft dann, dass die Muräne davon angetriggert wird und sich aus der Hütte rausbewegt. Und dann dabei irgendwie Sachen aufscheucht, an die der Barsch selber nicht kommen würde. Weil der zu dick ist. Die Muräne hat so eine Schleimschicht und verletzt sich nicht am Riff und kann in alles Mögliche reintauchen. Die hat auch keine Seitenflossen. Die ganzen Flossen, die sie hat, die sind einmal komplett um den Körper rum, außer im Gesicht, und sind alle miteinander verwachsen. Deswegen sieht die aus wie eine Schlange im Prinzip, so eine Seeschlange. Und dann, wenn die erfolgreich sind, dann scheucht die Muräne halt irgendwas aus den Ritzen auf, was dann der Barsch außerhalb der Ritzen sehr einfach fangen kann. Und wenn irgendwas außerhalb der Ritzen ist, wo der Barsch zu blöd war und in eine Ritze verschwindet, kann die Muräne das wieder fangen, weil die haben ja ein unterschiedliches Territorium, in dem sie eigentlich jagen. Und dann haben sie eine Theorie aufgestellt, weil es sehr selten ist unter Fischen, oder überhaupt so eine Strategie zu haben, dass beide beteiligt sind am Futter, dass die einfach alles reinschlingen und deswegen kein Streit entsteht, wie jetzt zum Beispiel bei Hyänen, wo es ja dann um Rangfolgen gibt, die zusammen noch irgendwie was gejagt haben, aber dann später Reihenfolge der Rangfolge der Tiere nachgehen müssen, wer dann was wann wie zu fressen kriegt. Aber
Bei denen ist immer alles sehr schnell komplett gefressen. Und ja. Als ich in Ägypten war und da Praktikum gemacht habe, da war auch eine, die ihre Diplomarbeit genau über dieses gemeinsame Jagdverhalten von Murenen und Barschen gemacht hat. Das ist super interessant. Es gibt noch eine andere, also erstmal geht es um die Aufforderung. Wenn der Barsch irgendwie Bock hat, dann versucht er so eine Murene zu animieren. Und wenn er irgendwie was gefunden hat, dann macht er Handstand und wackelt wieder. Also stellt sich über die Stelle, wo was abgetaucht ist, um der Murene zu zeigen, geh mal wo hier die da rein. Jetzt eintauchen soll. Genau, mach mal hier, mach mal hier. Funktioniert auch in der überwiegenden Zahl der Fälle. Also die sind 5-mal erfolgreicher, wenn sie gemeinsam jagen, als wenn sie alleine jagen, sagt das Paper. Okay. Und die Barsche machen auch manchmal mit den Rambos des Riffs gemeinsame Sache. Julia, welchen Fisch würdest du als Rambo des Riffs? Rambo des Riffs. Ich überlege gerade. Der Riff-Rambo. Der Riff. Der zerlegt alles. Papageienfische oder nee? Napoleon-Lippfische. Ja, ich wollte gerade Napoleon. Napoleon, da sind wir wieder bei Napoleon, ja. Ja, da sind wir schon wieder. Der Circle zu Napoleon ist heute sehr gut. Ja, Napoleon-Lippfische haben, sind wirklich, wenn denen irgendwas nicht passt, die zerlegen auch ganze Korallen einfach, wenn da irgendwas drin ist, was sie attraktiv finden. Die sind super stark. Und das nutzen die Barsche zum Beispiel auch manchmal. Und manchmal arbeiten die auch mit Oktopussen zusammen. Also es gibt verschiedene Kombinationen, mit denen die Barsche zusammenarbeiten. Aber mit Muränen sind sie sehr erfolgreich. Ja. Das komplementäre Jagdverhalten. Soll ich das Paper mal aufrufen oder gibt es da nicht so wirklich viel drin zu sehen? Nee, da kannst du nicht so viel sehen, aber was sehr interessant ist, ist das, was ich als Jaws bezeichnet habe. Das Paper kannst du gleich mal anmachen, weil es geht dann, wenn die was gefangen haben, müssen die ja was fressen. Ja, ich möchte jetzt auch echt aufmerksam zuhören. Hier ist es ja mit dem Tauchen. Schwierig. Ja, genau. Ja. Ich glaube. Ja, dann mach doch mal Jaws an. Ja. Wie der Film, haha. Stille Bucht, ein bisschen was. Ja, ja. Warte. Hast du auf jeden Fall super gemacht, André. Schön, vielen Dank, dass du getaucht bist mit dem weißen Hai in der Ostsee. Danke. Schafft auch nicht jeder. Welches Paper meinst du? Du hast mir... Es ist in den Papern. Das war am Anhang von der... Raptorial Jaws? Warte. Da steht nur Jaw dran. Habe ich das dir nicht geschickt? Doch. Warte. Murene im Anhang steht Jaw. Im PDF. Da ist ein PDF. Ach so. Ich habe die doch offen. Das ist, ich sehe da nicht mehr, wie der Fallname ist. Aber ja, ach so. Okay. Ja. Ja, sorry. Dann ist das hier. Dann zeigen wir das mal. Ah, genau, Raptorial Jaw. Ja, du hast vollkommen recht. Das heißt Raptorial Jaw. Ich habe es mir, damit ich einen Überblick über meine ganzen Dateien habe, einmal umbenannt gehabt. Weil sonst heißen die nämlich immer 129357.pdf oder so. Ja. Ja. Und was soll ich zeigen? Hier ist ein lustiges Bild. Du kannst einfach mal runter scrollen und man kann, ich sehe jetzt gerade nicht, was du gerade zeigst. Ich müsste da vielleicht einfach mal geiler sein und meinen Stream anmachen. Aber macht ja auch nichts. Auf der ersten Seite sieht man zum Beispiel, wenn man an den Rand der ersten Seite schaut, in Schwarz-Weiß, ja, dass die Murene sowie auch auch andere Knochenfische, die haben einen zweiten Kiemenbogen, der zu einem zweiten Kiefer umgebildet ist. In Bild A ist das bei geschlossenem Maul und in Bild B sieht man schon, dass wenn die Murene der ist so nach hinten und der kommt dann nach vorne. Genau. Also das kommt hier in die Mundhöhle rein. Das ist das Ungewöhnliche. Nicht, ja, dass sie das hat, sondern dass es in die Mundhöhle reicht, weil die besondere Muskulatur hat. Und das sieht man auf der nächsten Seite in lila eingefärbt. Mhm. Das ist der hintere Bereich. Der hat also der Kiemenbogenkiefer sozusagen. Der hat auch Zähne. Und
das ermöglicht der Muräne, anders als andere Fische, die einfach über so eine Saug, über einsaugen ihre Beute, nachdem sie die zugepackt haben, saugen die meistens ein und das kann eine Muräne nicht. Die hat dieses Transportsystem mit dem extra Zweitkiefer mit Zähnen, der in den vorderen Maulbereich reinragt und dann beim Zumachen des Mauls wieder nach hinten automatisch also alles nach hinten zieht. Ah, sozusagen. weil wenn die Muräne den Mund zu hat, sitzt der Kiefer hier hinten. Das heißt, beim Schließen zieht der Kiefer das Zeug quasi mit den Zähnen nach hinten. Das ist ja abgefahren. Ja, und das der ist Stoff, mega aus dem Albträume sind. Ja, ja, das hat so ein bisschen was wie, es ist wie so ein Alien, das noch so ein kleines Maul ist. Ja, genau. Ja, aber das ist nicht ungewöhnlich, ne? Also Fische haben das öfter mal, aber nicht so, dass es nach vorne geht, wenn das Maul aufgerissen wird. Okay. Ja, und das hat eben auch diese krassen Szene. Das heißt, wenn irgendetwas in einem... Hier auf der nächsten Seite sieht man es auch nochmal anders, ja. Hm? Auf der dritten Seite sieht man es auch nochmal in der Zeichnung schematisch dargestellt. Ja, genau. Da sieht man auch die Muskulatur, die dafür verantwortlich ist. Geschlossener Mund hier hinten alles, offener Mund, das Zeug kommt nach vorne und wenn es dann zubeißt, geht erst das Kleine zu und dann geht das weiter nach hinten, abgefahren. Ja. Das ist richtig, richtig krass. Ja, das C ist wahrscheinlich dieses, die haben ja immer so ein bisschen das Maul offen, wenn sie so einfach nichts machen, ne? Das ist wahrscheinlich das C-Bild. Ja, die machen, die, immer müssen, ein bisschen so. Ja, genau, die müssen immer das Maul auf und zu machen für den Wasserstrom, um den Wasserstrom an den Kiemen vorbeizuleiten, denn die können... die machen keinen Wasserstrom vor. Das ist ein bisschen so wie bei den Seepferdchen. Die Seepferdchen machen ja diese Saugmethode. Das hatte ich vor 2-3 Wochen mal oder so 2-3 Sendungen sozusagen mal erzählt. Mhm. Und sind deswegen gute Jäger, weil das keiner merkt, wenn die zustoßen von ihrer Anatomie her. Und die Muränen, die haben Kiemenlöcher sozusagen hinterm Kiefer. Das heißt, wenn die aufmachen, dann merkt das auch keiner so richtig. Also sie können super gut lauern. Physisch gesehen. Ja, das ist quasi so ein extra Greifarm bei denen. Der nennt sich Schlundkiefer, wenn man es genau nimmt. Ja. Aber eigentlich müssen wir jetzt auch mal das Video sehen, weil da... Ja, das gibt's. Das genau, das Video, das habe ich... deutlich. Ja, das sieht man da sehr gut. Das ist das YouTube-Video. Das eine. Das hier? Und es... Also, Snowflake Morays can feed on land. Ja, dazu muss man wissen, dass die jahrelang, ich glaube, die haben 5 Jahre gebraucht. Man weiß schon relativ lange, dass Muränen an Land jagen gehen, weil die, die jagen Krabben an Land ganz oft. Also was heißt ganz oft? An einer Stelle hat man das beobachtet und war schon so irritiert, dass sie das irgendwie machen, hat aber nicht sehen können, wie die dann fressen, ob die sich dafür ins Wasser zurückziehen, weil so gut wie alle Fische müssen im Wasser fressen, damit sie das runterkriegen, das Essen. Und das ist aber bei den Muränen dank dieses extra Kiefers, dieses Schlundkiefers anders. Die können auch außerhalb des Wassers. Okay, dann gucken wir es uns mal an. Ja. Jetzt holt er den... Okay, er kann den Schlundkiefer unabhängig von seinem Mund anscheinend bewegen. Ja, ich meine, es schaut so aus, als ob, wenn das so passiert, als ob er macht das Maul auf und hinten zieht jemand so. Ja, genau. Das ist übrigens die Snowflake-Muräne, ne? So hieß sie doch, oder? Ja, Dinge. Ja. Ja, ja. Den Namen so ein bisschen lustig, weil Snowflake, da denkt man nicht an eine Muräne. Ja, und das Schlimme ist, Kuschelhund. Ja, ich habe vorhin einen ganz schlimmen Ohrwurm gehabt, weil ich habe das bei der Recherche, Jules, du hattest mir ja einen Link dazu geschickt und ich habe aber nochmal anders geguckt, weil ich den erst nicht wiedergefunden hatte und die New York Times hat einen richtig schlimmen Titel dazu geschrieben.
die haben den Titel When an eel climbs a ram to eat squid from a clam, that's a moray. Oh, es war ganz schlimm. Ich habe jetzt echt die ganze Zeit einen Ohrwurm gehabt. Und die haben dann Untertitel. Ich schicke euch das mal kurz, diesen New York Times. Also wenn ihr mal schlechte Laune habt und eine Assoziation für Ohrwürmer braucht, dann könnt ihr euch hier nochmal dieses populärwissenschaftliche Variante dazu anhören, anschauen. Denn unter den Videosequenzen steht auch When an eel wants a squid that's on land, God forbid that's a moray. Die haben überall damit gespielt. Aww. If the squid is too flat, there's no problem with that, that's a moray. Scheiße, ey. Ich habe das dreimal gelesen. Überall kam es wieder vor. Oh ja, Mann. So. Das dazu. Du hast mir super genau. viel geschickt. Was soll ich noch zeigen? Du kannst, wenn du die Jagd an Land noch zeigen möchtest, die ZDF-Doku, die ist übrigens normal auch noch online in sehr guter Qualität. Das geht um den Pazifik. Doku Arte, geheimnisvolle Moränen aus dem Leben zärtlicher Monster? Das ist die andere Doku, das ist ja die auf Dailymotion. Da kann man die zweite Zahnreihe noch sehen und die kooperative Jagd. Also, womit du anfangen willst. Wenn du die guckst, in welchem bist du drin? Ich sehe es nämlich jetzt bin ich beim ZDF. Mach mal leise, vor allem, dass man es nicht hört. Ich kann es mir selber irgendwie gerade nicht anschauen, weil ich sehe nämlich als vierten Screen in Discord immer noch das gestoppte Spiel und nicht das andere. Und ich traue mich nicht, irgendwas zu tun, aufgrund der Tatsache, dass mein Stream dann immer so zusammenbricht. Ja, okay. So, das ist jetzt 43 aber, Minuten. Was soll ich? Ja, Minute 15:30. Ja. Da sieht man, wie die Moräne an Land jagt. Ich sehe es jetzt selber nicht. Ihr müsst es selber mal. Inga, du kannst auch im Stream einfach. Ich gucke jetzt einfach im Stream mit. Okay. Ja, ich habe das eben versucht, aber dann bin ich eingefroren gewesen. Deswegen habe ich es lieber nicht wieder gemacht. So. Okay. Ja. Aber schaut euch das an. Ich habe es ja eh schon gesehen. Okay. Mein Gott. Wie so eine Schlange direkt übers Land. Ja, Krabbenfischer. Und ich glaube, aufgrund dieser Bilder haben die versucht, dann 5 Jahre lang diese Moränen zu trainieren, dass die wirklich auch mal außerhalb des Wassers was fressen. André, ich glaube, du musst mal deine Maus aus dem Bild nehmen, damit da das Pausezeichen geht. Entschuldigung. Oh oh, Krebsi, mach keinen Scheiß. Ja. Sieht schon echt abgefahren aus. Ja, wieso? Die schauen schon ein bisschen fies aus. Ja. Aber nur ein bisschen. Eigentlich sind sie ganz sympathisch. Sie fressen auch Aas. Okay, aber dann, ich schmeiß mal den Link, den ich hier habe, für euch, wenn ihr euch das mit Ton angucken wollt. Einfach mal in den Chat. Und das andere war? Genau, das andere ist das, was du da hast, die Arte-Doku auf Dailymotion. Und da kann man die Teamjagd einmal ab Minute 26:03 sich anschauen. Okay, ich kann es leider nicht größer machen. Sie küssen sich. Ah, okay. War schon Moräne. Akromoräne. Ja, da muss der Barsch mehrfach versuchen. Der hat sich dann auch mal irgendwie eine andere Moräne suchen müssen, weil... Die war zu faul. Ja, die Moränen kommen dann raus und dann verbissen sich wieder... Krokodilsfisch. Ja, der war genervt vom Licht. Ja, ist ja auch nicht so nett. Mm-mm. Das ist etwa so eine Minute lang. Am Ende geht ein Kaiserfisch mit der Moräne auf Jagd. Ja. Da ist jetzt der Kaiserfisch. Mit der Moräne. Und die wackeln halt immer so mit dem Kopf vor dem Loch rum, um die rauszulocken. Okay. Ja, ich habe beide Sachen im Chat mal geteilt. Ah, und da staubt es jetzt sehr ganz gut. Furchtbar. Ja, das waren meine Links der bewegten Bilder. Aber du hast mir auch noch...
Moränenzeug geschickt. Noch anderes, ne? Ich habe jetzt einfach nur mal den Wikipedia-Artikel mit Moräne offen, dass wir uns die mal angucken. Ja, das können. Ist sehr. Ja, genau, weil die Moränen riechen sehr gut. Die haben 4 Nasenlöcher, die sind auch miteinander verbunden und die sind ganz interessant angelegt, weil 2 sind über den Augen. Diese Antennen da, oder was? Ja, genau. Die Antennen sind Nasenlöcher. Also nicht bei jeder Moränenart so antennenartig, aber die sitzen da halt so. Okay, also und das warum hier... Warum müssen sie so gut riechen? Warum müssen sie so gut riechen? Weil sie nicht so gut sehen können. Deswegen muss man auch in der wenn du jetzt so einen Barsch wärst, musst du in einer kurzen Distanz vor der Muräne deinen Tanz machen, sonst checkt die Muräne das nicht. Also, hä? Was ist das? Das irgendwas nervt. Ja, genau. Ja, das Sehvermögen ist nicht so ausgeprägt wie das Riechvermögen. Wobei es wird sich gestritten, wie gut sie denn wirklich jetzt sehen können. Okay. Ja. Ich muss noch kurz anmerken, Inga, die Moräne, also mit O, ist keine Lawine vom Berg, sondern das ist das, was Gletscher, also quasi die Gerölle, die Gletscher mit sich tragen. Und deswegen hat man dann diese Endmoräne, das ist immer das, Danke. Ich nur noch kurz. Das ist mit auf den Weg geben, damit ich nachher nicht aufwache mitten im Bett und denke so, Gott, ey. Aber ja, Erdrutsch ist noch was anderes. Ja. Okay. Wollen wir mal kurz eine Pipi-Pause machen? Wir sind ja schon bei der Stunde. Finde ich ganz gut. Ich gehe mal gerade. Lass hier auch nochmal pluppen. Genau, dann gehen wir in eine Pause. Und dann reden wir über Algen. Ja, dann reden wir über Algen. Moment. Boah, du hast das Zeug, was ich nicht habe. Moment mal, da flippt doch jemand aus. André, schick das rüber. Ich habe ganz viele Umschläge und Tüten und Zeug bekommen in einer Kiste. Und ich habe auch so einen Becher und da habe ich auch schon Dinge mitgetan. Ich werde das mal gerade aufschütteln, damit man das auch sieht. Haben. Dylan, wir haben das nicht. Vielleicht kriegen wir das. Was das ist, das werden wir uns gleich. Das werden wir uns gleich mal genauer. Unter diesem lustigen Mikroskop anschauen. Wow. Genau. Wow. Genau, und jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause, würde ich sagen, ne? Genau, bis gut. Bis gleich. Thank you.